Warum fehlt dir die Animation des Aussteigens? Das finde ich nicht gut. Ernsthaft, das finde ich wirklich nicht gut. Nicht nett. Wo ist er hin? Okay, der ist tot. Gut, okay. So, bla bla bla, ich möchte gerne ein Spot-Fahrzeug haben, bla bla bla. So. Ah, was eine Scheiße, echt, ey. Nervt mich immer nur der letzte Versuch. So dumm. Ja, richtig interessant wird es ja eher, wenn wir, wenn es um den Panzer geht, wir versuchen müssen, einen Panzer zu klauen. Ich hoffe, hier steht irgendwo einer rum, ich das irgendwie aus dem, wirklich aus dem Verkehr ziehen müssen. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Ach, hey. 1024. Wo will er eigentlich keinen Polizeiwagen haben? Fehlt er nur noch in der Sammlung. Hat nur eine weitere Stufe nochmal reinzubringen. Und davon finde ich auch genug. Ah, es tut mir leid. Wirklich. Das vermute ich unter Kollateralschaden. Definitiv. Was ist denn für ein Auto? Kenn ich glaube ich noch gar nicht, ne? Ach doch, ein Stinker ist das. So, drei hätten wir schon mal. Wir haben auch schon die ganze Zeit reich, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Aber hier ist gerade der Flow des, ja, kriminellen Daseins noch nicht so ganz da, finde ich, ne, irgendwie. Ja, ein bisschen mehr daran arbeiten. Ein bisschen mehr Mühe geben. Zack. Dann geht down. Dann geht down. Hilfe. Ich möchte ihn nicht umbringen. Ah, jetzt haben wir aber schon die 4 wieder voll. Hervorragend. Oh, hi. Wie war der schnell da? Meine Herren. Nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Respekt. Warte, wo ist der Spotwagen jetzt hin auf einmal? Zack, 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 zack. Jetzt sind sie alle tot. Schön einmal durchgezogen. Okay, alles klar. Einmal wenden. Durch die Straßensperre brechen. Oh, Hilfe. So, danke schön. Einfach nur zu Le Garage. Wie sind wir, bleiben wir immer hier bei dir in der Nähe von der Garage. Das finde ich wirklich erstmal sehr begrüßenswert. So. Zack. Gut, jetzt brauche ich noch ein Auto. Das war's nicht. Alter. Okay. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Ah, guck mal. Jetzt suchen sie uns für mich auch schon. Pennerchen. Ich soll das vielleicht nicht hier machen. Ah, guck mal. Da haben wir jetzt nämlich auch schon unten den Spotwagen zu sehen. Was eigentlich ganz geil wäre, wenn wir da reinkämen und dann jedes Mal die Möglichkeit hätten, das dann auch wieder zu nutzen. Wenn quasi einmal geklaut, es wäre der dann da drin. Wir können den dann jederzeit immer nutzen. Und wenn wir ihn einmal genommen haben, dass er dann auch respawnt und sowas. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ich brauche Special Agents. Bitte. Ui! Okay, da sind ein paar. Du hast es eigentlich nicht geplant, aber ist ja egal. Fahr. Scheiße! Oh Gott! Spring! Nein! Scheiße. Ja, fuck, Alter. Alter. Ei. Alter Vater. Boah! Ich bin fast tot. Scheiße, ich bin tot. Es wird nix. Lauf! Muss rein da. Alter. Okay. Brrr. Ah. Boah, was zur Erholung. Ohne Scheiß.
Ausgang, du bist der Einzige von meinen Leuten, dem ich zutraue, einen Panzer zu stehlen. Worauf wartest du noch? Scheiße. Ich muss weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Da drin gibt es nämlich Sachen für mich. Ein Auto gibt es zwar hier, glaube ich, nicht, aber... Puh. Auf jeden Fall Panzerung und Heilung. Leck mich am Arsch, ich leck mich am Arsch. Das ist so unglaublich, ne? Das ist hart. Das ist aber geil. Okay, also ein Panzerclown. Lustig. Also von der Punktzahl her sieht es ja erstmal schon mal wirklich alles andere als schlecht aus. Was man hier schon zusammengekratzt bekommt. Das Böse halt nur, das FBI sieht dem den Zaibatsu-Leuten sehr ähnlich. Ich brauche irgendwas Fahrbares. Ja, der Rest ist mir jetzt tatsächlich erstmal egal. Okay. Oh nein, da kommt schon wieder was. Oh, ich hänge schon wieder... Alter, ich wollte gerade sagen, hänge ich jetzt schon wieder fest, oder was? Nimm doch einfach mal. Spring doch! Du Idiot! Alter! Ich hasse ihn wirklich. Also ich hasse ihn wirklich abgrundtief so langsam. Keine Idee mehr, wie ich den da jetzt irgendwie... Oh Gott! Meine Herren, ey. Da hinten war aber noch mehr. Du lässt ihn schön tot. Meine Güte, ey. Oh, Elektrogewehr, guck mal ab. Auch ganz geil, ne? Auch mal was Neues. Heidewitzka, ey. Meine Güte. Da brennt jetzt schon irgendein Fahrzeug? Ich weiß es nicht. Das ist mein Stinger. Solides Auto. Reicht hoffentlich. Okay, jetzt ist es soweit. Jetzt dürfen hier gleich auch irgendwo Panzer rumdüsen. Ich weiß nicht, falls nicht reinfahren sollte. Hallo. Scheiße, wer. Steht der Panzer da noch? Ja, steht da noch. Okay. Er schießt aber nicht auf mich, der Panzer, ne? Nein, nein, das tut er nicht, das tut er nicht, das tut er nicht. Du hast es selbst übertroffen, Gecko. Park dieses schlimme Gerät in meiner Garage. Ich werde es versuchen, ja? Und das war's, komm. Du willst jetzt nicht nur ein UFO haben oder sowas. Diese kleine Machtdemonstration hat den Sicherheitsbeamten ihr schmieriges Lächeln aus dem Gesicht gewischt. Hier sind 80.000 Dollar für deine gute Arbeit. Natürlich nehme ich den Panzer, ich bin doch nicht blöd. Ah, ist doch schön. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben die 5 Millionen zusammen. Ja, ich brauche jetzt auch nicht mehr zu speichern. Ich will trotzdem noch mal in die letzte Mission einmal reingucken. Wir werden vielleicht auch mit dem Panzer erledigen werden. Warum eigentlich nicht? Okay, du hast jetzt genug Kohle, um diesen Bezirk zu verlassen. Folge der Markierung, wenn du die Stadt verlassen möchtest. Alter, aber wie viel Kohle wir bekommen? Wo haben wir die jetzt? 6 Millionen auf einmal? Wie viel habe ich gekriegt? Ja, 80.000 mal? Ja, okay. Ja, aber wir haben halt am Ende noch so viel Kohle gemacht. Alter, Vater. Gibt das so viel Geld, einen Panzer zu klauen? Oder mit einem Panzer Spaß zu haben, so ein bisschen? Ja. Ach, wie schön. Wie schön, am Ende doch nochmal einfach mal ein bisschen Panzer fahren zu können, zu wollen, zu dürfen. Ich weiß gar nicht, sind wir überhaupt mal mit dem Jeep gefahren des Militärs? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Ich meine, das ist aber auch eigentlich, glaube ich, nur ein PKW. Wobei ich weiß nicht, ob der vielleicht sogar Maschinengewehr hat. Es gibt, glaube ich, auch noch Personentransporter. Das war eine Kettenreaktion, da kann ich nichts für. Mensch. So. Aber geil. Und das ist halt genauso eine Mission, ne? Weil die geben halt Arschkohle, ne? Oh Gott. Genau. Kümmert euch mal um die Spackus da hinten. Ja, komm, die Dreier ist doch keine Chance.
einfach so. Gott, dann hat er keinen Rückwärtsgang? Kann ich aber gerade nicht lenken. Warum kann ich nicht lenken? Gerade sagen, ey, du hast doch zwei komplett unterschiedliche Ketten, die du steuern kannst. Was ist mit dir? Oh, wie praktisch. So, guck mal, was du jetzt noch von mir willst. Was kann eigentlich noch schlimmer sein als das, was wir gerade gemacht haben? Gecko, Militärbasis. Ah, ich bin's, UNO-Kap. Der letzte Panzer, den du besorgt hast, war mit einer Bombe präpariert und hat meine Garage in Luft gejagt. Klau mir einen anderen Panzer direkt aus der Kaserne. Es soll so richtig peinlich für sie werden. Wo gerade sagen, jetzt habe ich doch schon mal einen, ne? Aber andererseits, direkt mit dem Panzer hier aufzufahren, kann man auch mal machen, ne? So. Das kriegen wir hin. Ich meine, die Polizei sucht mich ja sowieso schon, ne? Warum jetzt der Panzer allerdings nicht in die Luft geflogen, ne? Oder geflogen ist. Kaserne wird scharf bewacht. Du musst schon Initiative zeigen, um da reinzukommen. Ich glaube, ich habe das richtige Mittel, um reinzukommen. Nur so eine Vermutung. Aber sieht man wirklich auch, die roten Missionen sind eigentlich wirklich die richtig krass und speziell, ne? Wie gesagt, ich kann immer nur noch gerne die Redneck-Mission nochmal zitieren. Wo wir im Endeffekt einmal in ein komplett anderes Gebiet reingebüßt sind. Bin ich hier richtig, ist die Militärbasis? Bauhof. Okay. Hier war ich auch noch nie, ne? Das mögen mich nicht ganz so sehr. Hasse mich jetzt aber auch nicht so sehr, dass ich irgendwie, glaube ich, Angst haben muss. Was ein Problem sein könnte, ist genau das nämlich, wenn ich nämlich irgendwo nicht durchkomme. Weil das mit dem Panzer zu bewerkstelligen, das könnte dann vielleicht doch mal interessant werden. Hier gibt es aber nochmal bestimmt einen zweiten Ausweg, oder? Ja, muss ja. So sieht schon mal vielversprechend erstmal aus. Nein! Nein! Ist nicht dein Ernst. Jetzt habe ich irgendwie 7 Millionen, ne? Ich sage, der Multiplikator, der macht es. Der macht es. Und der Panzer natürlich auch. Also Panzer in Kombination mit Multiplikator. Weil im Endeffekt, ich habe jetzt einfach mal das Doppelte von dem, ich sag mal, überschritten, was ich im ersten Gebiet als Levelziel gehabt hatte. Natürlich auch schon nicht wenig, ne? Hab auch ein paar Minuten für gebraucht. So. Ja, aber geil, dann, wir haben das Spiel eigentlich, also ich glaube, wie gesagt, das ist jetzt das letzte Gebiet, hier ist das dritte Gebiet. Und somit haben wir das Spiel jetzt eigentlich schon so gesehen erstmal geschafft, grundsätzlich, ne? Also es gibt noch viel zu sehen, was ich auch noch nicht gesehen habe. Und ich werde auf jeden Fall auch nochmal eine Bonusaufnahme machen, indem ich euch auch einmal kurz, also wirklich nur so ganz kurz mal anreißen, vielleicht wird es auch nur ein Part werden, keine Ahnung, einfach mal die ganzen Bonuslevel nochmal zeigen möchte, was es da alles gibt, was für coole Ideen die da vielleicht gehabt hatten. Vielleicht sind es auch einfach nur Standardideen, einfach nur Rennen fahren oder sowas, aber gut. Es dauert natürlich etwas länger mit dem Panzer. Ne? Bis man mal da ist. Das Coole war im ersten Teil, wenn die mich von hinten reingefahren sind, hat es schon ausgereicht, um das Gefährt zu vernichten. Das heißt, ich musste da gar nichts machen. Das war auch aber oftmals, wenn man so einen fetten LKW hat, so einen Tanklaster, da war es auch oft der Fall. Nur leider konnte der Tanklaster nicht so viel aushalten wie so ein Panzer. Ne? Ich fand das Design damals auch ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, vom Panzer aus dem zweiten Teil. Ich weiß gar nicht mehr, wie der bei GTA London aussah. Das ist hier, glaube ich, die Militärbasis. Ja, das ist auf jeden Fall die Militärbasis. Nein! Das ist jetzt, das könnte mein Verhängnis werden. Ich versuche jetzt möglichst wenig in irgendeiner Form Richtung Straße zu fahren, weil da... Oh, was ist denn da passiert? Da habe ich nichts mit zu tun. Da habe ich wirklich nichts mit zu tun. So, dass ich hier jetzt übrigens einen Panzer habe, ist nur absoluter Zufall. Und ich schlicht und ergreifend daran, dass der Panzer nicht gedespawnt wurde. Wie nennt man das dann? Wenn der Panzer eigentlich schon nicht mehr hätte da sein sollen. Das ist der richtige Begriff. Okay, das ist jetzt auch scheiße. Ja, das war's. Tja, leider nicht geschafft. Ich habe den Zugang leider nicht gefunden. Aber ist egal. Gut, okay. Aber im Endeffekt, ich hätte, glaube ich, als erste rote Mission, bla 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 bla. Als erste rote Mission hätte ich, glaube ich, eher gemacht, genau das andere nämlich.
Ich habe keine Waffen mehr. Dass ich jetzt nämlich in der roten Mission nur einen Panzer klauen muss, während dann die letzte Mission, also die zweite rote Mission, richtig der Shit sein sollte. Meiner Meinung nach, ne? Und das mit dem, klaue erstmal das und dann klaue als nächstes das und das, das war für mich schon ziemlich der Shit, die Mission. Ach, guck mal. Direkt der nächste. Ja, das bringt nichts, der hätte mich gekriegt, bis die Karre mal auf Turm gekommen wäre. Ja, aber das sollte reichen. Entschuldigung. So, ich denke mal, wir müssen jetzt wahrscheinlich auch wieder zur Kirche zurück, da wo die Mission gestartet hat, oder? Ich bin mir da nicht so ganz sicher, muss ich sagen. Das sieht aber fast danach aus. Und... Und zu früh? Nee, war genau richtig. So. Jesus saves. Und ab dafür. Aber natürlich möchte ich speichern. 7,7 Millionen. Obwohl ich bei weitem nicht alle Missionen gemacht habe. Krass. Ah, schön, schön, schön. Lief heute auch einigermaßen gut, muss ich sagen. Einigermaßen, wo bemerkt, ne? Da ist immer noch deutlich Luft nach oben. Wenn ich mal an die erste Mission denke, die ich heute eigentlich versuchen wollte, wo ich wie 4 Versuche gebraucht habe. Nee, nee, das war ja sogar die vorletzte Mission. Aber, nee, die allererste, die ich heute gemacht habe, da hatte ich beim letzten Mal so Probleme mit. Genau, das war dann mit dem Truck-Clown, richtig. Mit den KI-Chips. So, wunderbar. Bekommen wir vielleicht eine kleine Sequenz? Das ist ja wohl das Mindeste, oder? Ach so. Ich wollte gar nicht speichern. Ich dachte, ich würde jetzt die Mission, egal. Scheiße, wie dumm. Ach, die suchen mich ja immer noch. Wo suchst du mich denn immer noch? Bin euch kaputt. Ach, da muss ich rein. Guck mal einen an. Jetzt ist es soweit. Oh. Game complete. Immerhin. Ist ja schon mal was. Ich guck gerade nur mal oben durch, weil ich glaube, man kann vielleicht so ein bisschen erahnen, was zu welcher, zumindest zum Teil, was zu welcher Gruppierung gehört. Bei unten rechts, also in der oberen Hälfte, das Bild unten rechts, das ist auf jeden Fall Russen, das müssen Russen sein. Schräg links oben darüber, das sind wahrscheinlich die Krishnas, darunter sieht auch nach irgendwie mit welchen Mönchen aus. Den Glatzkopf links daneben kann ich nicht deuten. Das ist, glaube ich, kein Redneck, ne. Ach, ist ja auch egal. Und sind auf jeden Fall die Rednecks, genau. Game complete, wunderschön. Das war's, ernsthaft? Das ist echt traurig, das ist richtig traurig. Wir haben immerhin... Ach, guck mal, das zoomt immer weiter raus, das Bild. Jetzt verstehe ich das, okay. Wir haben immerhin schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bonuslevel, 7 sogar freigeschaltet. Wunderbar. Und ja, schade, ey. Das hat der erste Teil ja besser gemacht. Und ich glaube sogar GTA London. Weil im ersten Teil, beziehungsweise auch bei GTA London, klar, man hatte jetzt hier andere Möglichkeiten oder auch weniger Möglichkeiten, aber man hatte dann am Ende dann auch nach jedem Gebiet dann zumindest mal so einen kurzen Dialog mit jemandem, dass man so wirklich so den Hauch einer Story überhaupt in irgendeiner Form erahnen könnte. Aber hier ist es ja eigentlich eher so gewesen, man hat halt natürlich die Freiheit gehabt, für welche Gang man arbeiten möchte. Und ja, im Endeffekt natürlich dann auch keinen Strick, also oder zwangsläufig es nicht dazu kommen kann, dass man irgendwie eine stringente Geschichte hat. Aber ich habe zumindest trotzdem irgendwie so ein bisschen gehofft, ne? Dass jetzt wenigstens mal, weil es gab ja auch immerhin ein Intro, ne? Dass es dann auch eine Art Outro gibt, dass ich jetzt irgendwie die Kohle habe und mich selbst jetzt zum Mafia-Boss mache oder sonst irgendwas. Und dann alle, für die ich gearbeitet habe, mir jetzt dann auch Respekt zollen. Vielleicht hat es auch irgendwas damit zu tun gehabt, weil ich habe ja für die Rednecks habe ich ja relativ viel Arbeit gemacht, aber ich habe auch für die Russen, glaube ich, sogar noch mehr gemacht, weil da habe ich wirklich alle Missionen erfüllt. Das Bild, was da gerade am Ende war, ne? In der unteren Bildschirmhälfte. Da hätte ich zumindest cool gefunden, wenn sich das auf unserer Arbeit irgendwie niedergeschlagen hätte. Also für wen haben wir viel gemacht. Aber ey, das Spiel ist geil. Das macht echt Bock, muss ich sagen. Und ich habe euch bei weitem noch nicht alles gezeigt. Wie man spielt, das bleibt einem ja komplett selbst überlassen. Also ich meine, wie viele Missionen ich im ersten Gebiet schon nicht gemacht habe, ne? Ich glaube, da habe ich ja wirklich nur für eine Fraktion, oder generell im Let's Play habe ich, glaube ich, nur für eine Fraktion alle Missionen gemacht. Und das war jetzt im letzten Gebiet. Für die Russen. Weil die Meldung von wegen so, ne, hast du alle Missionen erfüllt, die ist mir vorher nie aufgefallen. Wahrscheinlich, weil es auch einfach nicht notwendig war. Man kann ja nochmal kurz schauen.
Ach schade, ich dachte, die wären so ein bisschen... Wie, also habe ich denn da so wenig Scores? Ich verstehe es nicht. Wie rechnet sich die Score zusammen? Ich hätte mir gewünscht, dass es da vielleicht nochmal so ein bisschen eine detailliertere Ansicht gibt, so wie man sonst auch immer die Debriefings hat. Aber okay. Nee, man kann halt echt noch so viel sehen hier in dem Spiel, ne, was ich jetzt nicht gemacht habe. Man hat ja auch Möglichkeiten, das, was ich jetzt am Ende gemacht habe, ne? Zum Beispiel eine Sache mit dem Panzer zu erledigen. Das kann man eigentlich in jeder Mission theoretisch machen, ne? Man kann sich im Endeffekt irgendwo positionieren, wo in der Nähe von einer Lackiererei, vielleicht sich da ein Auto hinstellen. So lange Schabernack treiben, bis das Militär kommt, sich einen Panzer klauen und dann letztendlich, ja, in die Lackiererei geht. Man hat einen Panzer für Nüsse so gesehen, ne? Der dann auch wahrscheinlich relativ lange überleben wird. Man hat es ja in der letzten Mission ja auch gesehen, die ich gemacht habe. Nur leider war ich war zu blöd, ne? den Zugang zur Militärbasis zu finden. Und ja. Das heißt, ich glaube nämlich sogar, dass wir jetzt im Laufe des Let's Plays die richtig geilen Missionen gar nicht gesehen haben oder zum Großteil nicht gesehen haben, weil es halt wirklich die roten waren, ne? Wenn ich mal wirklich zurückdenke, wie gesagt, der Gefängniseinbruch, der war ziemlich geil. Oder jetzt auch die letzte Mission, die jetzt auch zum Erfolg geführt hat, die uns auch dafür gesorgt hat, dass wir so viel Kohle hatten oder genug Kohle hatten. Die hat Bock gemacht, ne? Es sind halt eher dann so diese kurzweiligen, beziehungsweise wo man jetzt nicht so viel rumdruckseln muss, ne? Wo man jetzt auch nicht unbedingt so viel suchen muss, sondern wo es dann einfach direkt, wo ich das Spiel direkt an den Eiern packt, so gesehen. Nee, cool, ja. Also mir ist auf jeden Fall mega Spaß gemacht, ein richtig cooles Spiel. Also das ist auch ziemlich gut gealtert, muss ich sagen. Ist nicht ganz so verpixelt wie der erste Teil, hat aber jetzt auch nicht ganz so viele technische Schwierigkeiten. Wenn ich zumindest mal die PlayStation 1 Version vergleiche wie der erste Teil. Ich denke mal, auf dem PC wird das wahrscheinlich alles super flüssig laufen. Schau mit 60 Frames mittlerweile und keine Ahnung, was es da jetzt alles gibt. Und ja, also von meiner Seite aus auf jeden Fall eine Empfehlung. Das ist echt ein GTA für zwischendurch, wo man jetzt auch keine 50, 60, 70 Stunden dran hängt, um alles zu kriegen, ne? Sondern wenn man jetzt im Endeffekt alles schaffen möchte. Wie gesagt, es gibt dann 3x7 Missionen, glaube ich, pro Gebiet auch tatsächlich. Ja, und wenn man sich gut anstellt, wenn man das nicht so macht wie ich, dass wenn man dann stirbt oder dann irgendwie festgenommen wird, dann neu laden muss. Ich sag mal, im Schnitt hat man pro Mission bestimmt trotzdem mal so 20 bis 25 Minuten Beschäftigung. Wenn man das dann mal hochrechnet, ne, und ich glaube, es gibt ja immer noch mal eine allerletzte Mission, die man wahrscheinlich dann bekommt, ist eine reine Vermutung von mir, das weiß ich jetzt nicht, die man dann bekommt, wenn man alle anderen Missionen geschafft hat, weil es gibt ja 22 Missionen und jede Fraktion hätte nur 7 Missionen und bleibt am Ende ja eine übrig. Also entweder gibt es dann irgendwo auf der Map eine versteckte Karte, eine versteckte Mission, die man irgendwie finden muss, oder, also Hypothese B, die ich habe, ist, wenn man für alle drei Fraktionen die Arbeit komplett erledigt hat, gibt es dann am Ende nochmal eine richtig, richtig krasse Mission. Aber ich kann mich da täuschen, ich weiß es nicht. Und ich möchte es auf jeden Fall auch irgendwann nachholen, weil wie gesagt, das war jetzt für mich auch wirklich das erste Mal, dass ich das Spiel wirklich durchgespielt habe. Den ersten habe ich ja vor vielen, vielen Jahren ja schon mal fast durchgespielt. London habe ich vor vielen, vielen Jahren mal durchgespielt. Und das war jetzt für mich wirklich der fast erste, doch ernsthafte Versuch, das Spiel auch durchzuspielen. Und das sogar mit Erfolg, aber auch mit vielen Problemen, muss man sagen. Gut, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Let's Play gefallen hat. Es wird auf jeden Fall nochmal einen Bonuspart geben. Der wird jetzt wahrscheinlich dann heute oder morgen dann nochmal kommen. Indem ich euch nochmal die ganzen Bonuslevel einmal zeigen möchte. Es gibt einige noch mehr. Also ich werde mir auf jeden Fall auch einen Cheat raussuchen. Weil man kann auch irgendwie... Ach, guck mal, man kann hier nämlich den Namen ändern. Mal kurz gucken, ob das jetzt hier auch geht. Warte. Es war im ersten Teil zumindest ein Code, das weiß ich noch. The Shit, nämlich. Wo man dann nämlich am Endeffekt alles bekommt. Okay, und nein, das hat leider nicht ausgereicht. Es sei denn, es gibt vielleicht nur diese 7 Level. Ich weiß es aber nicht. Gut, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es mega Spaß gemacht. Wie ich auch schon beim letzten Mal erwähnt habe, ich werde jetzt erstmal noch auf der PlayStation 1 weiter verweilen. Also, Crash Bandicoot 4 mache ich irgendwann. Irgendwann, wenn ich da mal Bock drauf habe. Ne? Allerspätestens aber dann, wenn ich mal irgendwann mal wieder bei PlayStation 4 angekommen bin. Das dauert aber auf jeden Fall noch seine Zeit. Ja, und was jetzt als nächstes PlayStation 1 Spiel kommt, das weiß ich noch nicht genau. Ich weiß wirklich noch nicht genau. Ich habe dann ja noch ein bisschen was vor mir. Ein Spiel, vor dem ich besonders Angst habe. Da muss ich mir aber noch Gedanken machen, wie ich das dann bewerkstelligen soll. Ja, es ist Tomb Raider 3. Und ich frage mich jetzt gerade selbst nur, wie ich das mit den Speicherkristallen am besten machen kann. Weil diese Notwendigkeit möchte ich mir nicht auferlegen, immer genügend zu haben, ne? Da muss ich mir mal Gedanken machen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Gut, ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns dann beim nächsten Projekt wahrscheinlich wieder. Vielleicht aber auch gleich oder morgen noch bei dem Bonuspart, den ich euch noch zeigen möchte, indem wir dann nochmal alle Bonuslevel kurz einmal durchgehen. Also, bis dahin. Tschüss.